Rein damit. Ja, Kohle haben wir eindeutig genug, also. Und dann hier und 44, das ist ja. Dass man hier mal Achievements bekommen hat, das finde ich schon irgendwie. Haha. Ach so, das rote Zeug wollte ich auch noch hier lassen, so. Wo haben wir denn noch einen Weg? Da drüben hätten wir doch das Eisen. Wir haben ja so wenig. Deswegen schauen wir da mal rüber. So. Wie kommt man eigentlich an dieses Eisen dran? Ich probiere mal was. So. Wenn ich terroristisch jetzt das hier. Ja, das funktioniert. Wunderbar. So, und das Eisen da drüben möchte ich auch noch haben. Und hier irgendwo hinter der Wand muss. Oh, da gibt es noch Eisen. Und Diamanten. Das sage ich doch. Das Zeug liegt ja hier rum. Das lasse ich jetzt. Nee. Zuerst will ich das, dann das. Und da könnte ich eigentlich so einfach zubauen. So, funktioniert doch. Wunderbar. Und hier irgendwo muss noch eine Höhle sein. Ich höre es doch. So, aber auf jeden Fall haben wir hier wieder massenhaft Kohle. Und jetzt ist die Schaufel im AA. So, jetzt können wir hier mal wieder ein Fäckelchen setzen. So. Und dann werden wir hier mal. Nee, oder das kommt doch von da. Auf jeden Fall. Nee, oder da? Aber ganz nah ist es. Ich höre es doch. Und da haben wir schon wieder so Rotzeug. Moment, ich probiere jetzt mal was. Geht's da oben weiter? Nee. Habe ich mal einfach mal in die Richtung. Ja, ich weiß, das rote Zeug ist mir jetzt im Weg, aber. Ach man, wieder genau da, wo ich natürlich graben will. Oh. Okay. Das mit dem roten Zeug hat sich erledigt. Ah, sieh mal eine an. Hier ist eine Wand. Ja, interessant. Das ist wie so ein verstecktes Areal. Mal wieder raus. Nee, geht's da gar nicht weiter? Glaube ich doch fast gar nicht. So, hier, 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 hier. Ich will wissen, wohin es da noch weitergeht. Wo geht's da noch lang? Oder. Ach, da haben wir noch das blaue Zeug. Das will ich noch haben. Hopp, meins. Meins. Alles meins. Oh, was? Ach so, da ist das Zeug jetzt hier. Oh, da. Moment, ich hau hier mal eine. Hüpp. Okay, da oben ist.
von dem her nicht wirklich was. So, jetzt hier. Danke. Oh. Oben ist nicht wirklich etwas. Gut. Ja, ich gehe wieder zurück. Hier. Ich höre zwar einen Zombie, aber sehen tue ich mal keinen. Der könnte aber auch weiter unten sein. Hallo? Also irgendwie ist da keiner. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich suchen soll, also... Wenn ich in die Richtung grab... Ja, ich baue hier so ein ganz dezentes Labyrinth. Grab jetzt einfach mal geradeaus hier und... ach, da sind wir wieder hier. Ja, auch gut und... Da drüben waren wir da schon? Ich glaube nicht. Schmeiß mal das mal hier rein. Hier haben wir noch von den Dingens hier und... Ach, wo habe ich ihn jetzt wieder? Hier. Rein damit. So. Dann will ich dahinter aber auch nochmal. Und da haben wir schon wieder dieses Zeug, ja. Diamantenzeug. Ich sage ja, hier ist relativ viel von dem. Hingegen Gold ist hier ja wieder Mangelware. Sieht man ja. So, dann. Oh, da unten geht's wieder. Nicht weiter. Grabe ich einfach mal so darüber. Da haben wir Kohle wieder. Okay, aber das sieht irgendwie so aus, als wenn es das schon gewesen sein dürfte. Oh, da ist Lava. So, ja. Oder gibt es hier wieder einen versteckten Raum? Jetzt einfach mal durch. So, und dann grabe ich mal hier entlang. Doch, hier muss irgendwo was sein. Ich höre nämlich etwas. Und zwar einen Zombie. Aber nicht hier. Der muss eher in der Richtung. Ha. Schauen wir mal. Ja, und könnt ihr mal ja mal in die Comments reinschreiben, ob ihr auch so viel von den Diamantenzeugen mehr findet. Also ich finde hier ja, habt ihr gesehen, hier massenhaft. Oder ob das wertvoll ist oder nicht so. Ich habe jetzt schon da das blaue Zeug gefunden, das rote, da dann die Diamanten, Gold und was da eigentlich so das Beste ist. Oder könnt ihr mal noch mal ein paar Tipps geben, was man daraus machen kann. Und, oh, hallo. Oh. Au! Böses Grünes. Da ist noch einer. Hallo? Hallo? Kann ich da nicht? Nee. Uah. Jetzt ist aber hier Feierabend. Da hinten geht's rauf. Und da oben haben wir schon wieder so ein blaues Zeug. Oder ist das Zeug wertvoll? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Denn das findet man ja auch nicht so einfach. Und da oben komme ich nicht mehr ran. Das... Lapis Lazuli.
Oder was man daraus machen könnte. Und uns gehen schon wieder so langsam die Fackeln aus. Ja, haben wir wieder Kohle. Aber Kohle habe ich für meine Verhältnisse jetzt mal genug. Also gehen wir wieder zurück. So, wo ging es denn hier? Das ist hier ein einziges Labyrinth, was ich hier anlege. Und ich höre da was rumplätschern. Moment, Moment, da. Da war ja die Höhle hier. Jetzt will ich da mal oben rauf. Und da oben sehe ich noch Eisen. Ah. Dann werden wir uns hier auch noch einen kleinen Weg bauen. Ja, nicht in die Lava fallen. Das ist nämlich irgendwie ungesund. Und da oben habe ich auch noch Eisen gesehen. Ah. So, dann komm mal her, du Eisen. Hopp, meins. Da oben wäre noch, aber ist ja egal. Wir haben da oben auch noch. Hallo. 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 Nee, hier ist keiner mehr. Aber haben wir Kohle. Haben wir dafür wieder genug. So. Und dann werden wir hier das Eisen mitnehmen. Und dann werden wir uns schon so langsam wieder hier aus der Höhle verpissen und uns dann schon mal wieder um... ich will darüber. Muss ich mir jetzt eine Brücke bauen auch noch. So. Dann baue ich mir eine Brücke. Habe ich zwar umsonst weggeholzt hier, aber egal. Dann nehme ich eben noch die Kohle mit. Seid ihr selber schuld, wenn ich euch die ganze Kohle klaue. Und hier eine Fackel hinsetze. Nehme ich alles mit. Das hört ja nicht mehr auf hier. Ich glaube wirklich, der ganze Berg so langsam ist nur mehr ein einziger, riesiger, ja, Höhle, Tunnel, was auch immer. Ja, ein bisschen Kohle lasse ich mir hinten, wie gesagt, falls wir später mal wieder ein bisschen Nachschub brauchen. Schwimmen jetzt mal kurz da runter. Mal schauen, wo es hier entlang geht. Tja, und wie man sieht hier... Muss mal kurz ein paar Fackeln basteln. Sonst haben wir nämlich nichts mehr. So, hier und hier. So, machen wir hier mal voll. So, genau. Dann sehen wir wieder wenigstens was. So, jetzt hier. Und ja, wie weit geht denn das rauf? Und was mich jetzt mal interessieren würde, ihr wisst sicher drüber Bescheid, frisst sich das Wasser eigentlich so mit der Zeit durch den Stein? Das würde wenigstens diesen Verlauf erklären. Und sieht euch mal diese Höhle an. Ha! Wie geometrisch perfekt diese Höhle ist. Das ist ein perfekter Kreis. Ist das geil. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass hier so ein perfekter Kreis ist, aber vielleicht gibt es ja was hinter der Wand, wenn der hier schon so ein... Kann doch kein Zufall sein.